Guten Morgen zusammen. Wie geht's Ihnen denn? Das Wetter ist ja super hier, ist ja fast wie in Australien. 34 Grad ist exzellent. Wir haben auch gerade Winter da, deswegen freue ich mich auf den deutschen Sommer. Mein Name ist Jens Schumacher. Ich bin verantwortlich für Jira Software und Bitbucket in der Cloud. Der Titel heißt Head of Software Teams. Das heißt nicht, dass ich die Engineering leite. Ich bin der General Manager für die Produkte. Wenn Sie unseren Stock-Ticker mal gesehen haben, wer kennt den Stock-Ticker von Atlassian? Kennen Sie den? Ja, der heißt Team. Der heißt nicht Atlassian oder Atlas, das ist Team. Und das zeigt, wofür wir uns interessieren. Ja, das geht nie. Passt schon. Ich teste ganz kurz mal. Ja, ja. Ja, passt. Ja. Ja, der Stock-Ticker ist Team und das zeigt, wofür wir uns interessieren, das zeigt, wofür wir jeden Tag zur Arbeit kommen. Unser Ziel ist es, dass wir Teams helfen, besser und effizienter zu arbeiten, ob das unsere internen Teams sind oder externe Teams. Der Martin hat eben schon angesprochen, dass Jira natürlich Teams hilft, besser zu planen und besser zu organisieren. Ich möchte die Erwartung setzen, dass in diesem Vortrag gibt es einen Screenshot von Jira. Und der zeigt, was man nicht machen sollte. Also die Präsentation ist überwiegend, was man außer den Tools machen muss. Der Vortrag geht nicht über Tools, aber alles andere, was man mit den Teams machen muss, wie man kommunizieren muss in der Arbeit und wie man Skalieren einfach hält. Und ich weiß ein bisschen was über Skalieren. Als ich angefangen habe bei Atlassian, war das Team relativ klein, das Atlassian-Team. Wir hatten 12 Leute. Das war Atlassian in 2004, die ganze Firma. Ich glaube, das ist actually fast auf der linken Seite haben sie das Jira-Team, auf der rechten Seite haben sie das Confluence-Team. Und so war das auch in der Firma organisiert. Wir hatten 5 Leute auf Jira, 5 Leute auf Confluence. Und Kommunikation und Abstimmung war natürlich sehr einfach, wenn man ein Team von der Größe hat. Über die Jahre sind wir ein wenig gewachsen. Es ist so dunkel hier. Das war ein All-Hands in 2015. Mittlerweile haben wir 2000 Leute. Die All-Hands finden nicht mehr in einem Stadion statt. Die finden mittlerweile dann live um die ganze Welt am Freitag statt. Jeden Freitag haben wir ein All-Hands-Meeting, das live streamt in die ganzen Offices in Amsterdam, Japan, Austin, San Francisco, Manila, um die ganze Welt. Natürlich gehört da was zu, die Firma so wachsen zu lassen und die Prozesse wachsen zu lassen. Und viel ändert sich auf dem Weg. Und was ich Ihnen heute zeige, sind ein paar der Lektionen, die wir gelernt haben auf dem Weg, wie wir trotz des Wachstums die Prozesse so gering wie möglich halten. Und da gibt es 3 Punkte, über die ich heute sprechen möchte. Das erste ist Priority before Planning. Prioritäten setzen und die kommunizieren, anstatt viel zu planen. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Clear Ownership. Und ich habe ein paar Mal überlegt, was heißt denn Ownership in German? Also manchmal werden Sie sehen, dass ich so ein englisches Wort mit einstreue. Ich hoffe, das passt schon. Aber die klare Verantwortlichkeit, ich habe es nachgeguckt, klare Verantwortlichkeit ist, was sehr wichtig ist. Wir müssen einen Verantwortlichen haben und wir reden gleich noch ein bisschen mehr darüber. Und das Letzte ist ein Shared Understanding, dass alle wissen, worauf wir hinarbeiten. Und das hat viel mit Kommunikation zu tun, wie wir intern kommunizieren und wie wichtig das ist. Da kann ich Ihnen ein paar Geschichten erzählen. Fangen wir mal an mit Priority before Planning. Als ich eben gesagt habe, wenn Sie ein Team von 5 Leuten haben, ein kleines Team, die sitzen alle in einem Boot, die rudern alle in die eine Richtung, die können sich unterhalten persönlich. Es ist sehr einfach, das Team abzustimmen, das Team zu connecten. Wenn das Team wächst oder wenn die Firma wächst, dann wird das ein bisschen schwieriger. Dann hat man viele Teams, die haben alle ihre Ziele und wenn die nicht viel kommunizieren, dann gehen die auch nur nach ihren eigenen Zielen. Und das führt dann zu Problemen. Die haben auch Dependencies, die haben Abhängigkeiten zu anderen Teams, die man alle abstimmen muss. Und wenn man die Kommunikation nicht offen hält, wenn man keine klaren Ziele setzt, dann führt das dann zum Engpass. Und Sie wissen das bestimmt auch selber, manchmal, wenn man ein Team vergrößert,
dass das Team manchmal langsamer wird als das kleine Team, was man vorher hatte. Und das ist normalerweise ein Fall, dass nicht genug kommuniziert wird, dass man nicht weiß, worauf man hinarbeitet. Was man typischerweise dann macht, vor allem Management, ist, dass man sagt, wir brauchen mehr Prozesse. Und das ist der Screenshot, den ich eben gesucht habe. Ich habe den gegoogelt. Ich habe gesagt, ja, Prozesse und Überkill. Und dann da kommt ein Jira-Workflow dann zustande in Google. Die Sache ist, wenn wir zu Kundeninterviews gehen und schauen, wie benutzen unsere Kunden Jira, manchmal ist das noch ein harmloser Prozess. Manchmal die Prozesse sind dreimal so groß, dreimal so kompliziert, mit vielen different Gates, die dann Bestätigungen brauchen, viele Stufen in dem Prozess. Und das Problem ist, dass das alles verlangsamt. Nicht nur macht es schwieriger, wenn neue Leute in ihrem Betrieb anfangen, weil die müssen dann die neuen Prozesse lernen, die komplizierten Prozesse, aber auch, wenn sie dann Prozesse ändern müssen, das ist schwierig, wenn die einmal eingebacken sind. Und deswegen sagen wir immer unseren Kunden, so wenig Prozess wie möglich einführen. Und da gibt es immer die tendenziell, wenn Leute ein neues, lass mal alles abbilden, was wir machen, so einfach wie möglich starten und dann schauen, was man besser machen kann später. Ja. Und manchmal gibt es halt Prozesse, die müssen halt abgebildet werden, das ist auch okay, aber wie gesagt, so einfach wie möglich starten. Als ein Beispiel, wir hatten, als wir Portfolio bei uns in den Teams ein bisschen angefangen, wer kennt Portfolio, Jira Portfolio? Ja, so Portfolio ist ein Add-on oder ein Produkt für Jira, das es hilft zu planen, mehrere Projekte zu planen. Und da kann man dann die Estimates machen und Storypoints, seine Teams mit abbilden. Und dann kann man da alle möglichen Sachen mit abbilden. Urlaub, wir haben unsere Ship-It-Days, 20% Time. Das kann man alles mit reinbauen. Das Problem ist, wenn man das alles mit reinbaut, dann wird das viel zu kompliziert, wird viel zu schwierig, das dann zu handhaben, später zu maintainen. Deswegen macht man das, wie gesagt, so einfach wie möglich. Aber selbst bei Atlassian sieht man dann, die Leute versuchen da viel zu viel Prozess abzubilden. Und wie gesagt, am besten vermeiden. So, das nächste ist, wir wollen keinen Prozess. Was machen wir dann stattdessen? Was können wir machen, dass die Leute alle in dieselbe Richtung laufen, dass die alle dasselbe Ziel haben? Und das Allerwichtigste, was sie dafür brauchen, ist eine Vision für ihre Firma, für ihre Produkte. Und das ist so, das schafft dann Klarheit. Ein paar Beispiele von Firmen. Disney hat eine Vision. Disneys Vision ist to make people happy. Gehen Sie mal in Disneyland, laufen Sie mal rum, gucken Sie mal auf die Gesichter der Kinder, die da rumlaufen. Wahrscheinlich happy. Die sind sehr glücklich. Wenn Sie einen Disney-Film zu Hause anschauen, ich habe eine Nichte, wenn die Frozen anschaut, die singt da immer mit, die sieht ziemlich glücklich aus. Und das ist denen ihr Ziel. Die machen alles, was die machen, ist, um Leute glücklich zu machen. Und nicht nur Kinder, auch Erwachsene. Die haben auch Achterbahnen. Die sind gut. Müssen wir mal ausprobieren. Tesla hat eine Vision. Die meisten Leute denken wahrscheinlich, die Vision von Tesla ist, schnelle elektrische Autos zu bauen. Das ist aber nicht die Vision von Tesla. Die Vision von Tesla ist es, renewable energy to all people. Ich habe das hier aufgeschrieben. Was war denn? Ich habe die Notes nicht. Aber die Tesla-Vision ist, erneuerbare Energie zu fördern und die Welt zur erneuerbaren Energie zu bringen. Und die Autos sind nur ein Weg, um dahin zu kommen. Die Autos sind wirklich nur, um die Batterietechnologie voranzutreiben. Die haben dann noch die Powerwalls, die Leute ins Haus bauen können. Die haben gerade Solar City gekauft, eine Solarfirma. Das ist alles, was dahin läuft. Denen ihr Ziel ist es, erneuerbare Energie zur Welt zu bringen. Für Atlassian, unsere Mission ist to empower all teams. Wir wollen alle Teams effizienter machen, effektiver machen. Das ist unsere Mission. So dass Tesla und dass Disney ihre Ziele schneller erreichen können. Und es ist wichtig, dass alle in ihrer Firma diese Visionen verstehen. Dass alle
wenn Sie jemanden fragen, was ist die Vision von unserer Firma, jeder muss das beantworten können. Das kann nicht genug kommuniziert werden. Das nächste dann ist Setting Priorities, Prioritäten setzen. Und wir haben gerade unseren FY18 in Australien, ist alles so ein bisschen andersrum. Das Finanzjahr fängt da im Juli an, anstatt im Dezember, weil es ja Sommer oder Winter bei uns. Und wir haben gerade unsere Planung für das Finanzjahr abgeschlossen. Und das fängt im Februar an. Ich zeige Ihnen da gleich noch eine Timeline. Aber da gibt es ein paar Schritte, die wirklich wichtig sind für das. Und der erste Schritt ist, Ziele zu definieren. Und als Firma muss man erstmal ein großes Ziel haben. Wir nennen das ein BHAG. Das ist das Big, Hairy, Audacious Goal. Das ist so ein 3 bis 5 Jahre Ziel, das man erreichen will. Und das ist ein Ziel, das man, wenn man, was man gerade macht, wahrscheinlich nicht erreichen kann. Das muss audacious sein, das muss ein großes Ziel sein. Es muss aber auch ein Ziel sein, das messbar ist. Man muss immer sehen können, sind wir auf dem richtigen Weg? Können wir messen? Wie schneiden wir gerade ab? Und unser Ziel bei Atlassian ist, dass 100 Millionen aktive Benutzer, monatlich aktive Benutzer zu haben, die unsere Produkte benutzen. Das ist unser Big Hairy Audacious Goal. Und das kann man gut messen. Das kann man, jeden Tag können wir da anschauen, wie viele aktive Benutzer haben wir gerade. Und das ist wichtig, dass das allen klar ist, was das Ziel ist und dass man das ganz klar messen kann. Das nächste ist dann für das Ziel, das heißt Imperatives im Englischen, und das sind so die minimalen Voraussetzungen, die man braucht, um das zu erreichen. Das sind Themes, das sind Bereiche, in die wir dieses Jahr investieren, die uns näher zu diesem Ziel bringen wollen oder können. Generell sagt man so, 4 bis 5 sind gut. Wenn man mehr hat, dann wird es unüberschaubar. Dann vergessen die Leute, was die Imperatives sind. Die können das nicht behalten. So, deswegen 3 bis 4 ist eine gute Anzahl. Um Ihnen ein Beispiel zu geben. Simply Powerful ist eins von unseren Imperatives this year. Jira ist powerful. Sie kennen, die meisten Leute benutzen hier Jira, das ist gar keine Frage, ist sehr powerful. Das Problem ist, dass mit dem Power kommt auch Komplexität. Und es macht es schwierig für neue Leute, die neu mit Jira anfangen, das Produkt zu lernen, das Produkt zu verstehen, das Produkt zu benutzen. Und wenn wir 100 Millionen Benutzer erreichen wollen, dann können wir nicht nur uns darauf verlassen, dass Experten Jira benutzen, dann müssen wir erwarten, dass alle Jira benutzen können. Alle Leute in dem Betrieb Jira benutzen können. Und das ist einer unserer Imperatives this year, dass wir Jira einfacher machen, aber die Power von Jira behalten. Das heißt, dass es einfach ist, mit Jira zu starten. Wir zeigen die einfache Funktionalität, die man gewöhnlicherweise braucht, aber die Power ist immer noch verfügbar, die kann man noch einschalten, die wird dann langsam hervorgehoben. Das nächste ist dann, dass man Initiativen und Projekte definieren muss für jede von diesen Imperatives. Und normalerweise werden da ganz, ganz viele Projekte vorgeschlagen von den Teams. Und das ist so eine Projektkarte, so ein Name-Initiative-Card, wie wir die nennen. Da hat man normalerweise eine Beschreibung, da hat man die Risiken und die Abhängigkeiten, die definiert sind. Und es ist sehr wichtig, dass die Risiken und Abhängigkeiten am Anfang des Jahres klar definiert sind und dass die Leute, auch von denen wir abhängig sind, auch wissen, dass da eine Abhängigkeit besteht. Sonst ist man dann 3 Monate, 6 Monate drin und sagt, ja, hier, ich brauche jetzt deine Funktionalität von deinem Service. Und die sagen, ja, ist nicht bei uns auf der Roadmap, da haben wir gar nicht für geplant. Das muss klar sein, das ist ein Risiko. Und das muss man sehr klar definieren. Dann Investment needed, wie viele Leute brauchen wir, um das erfolgreich auszuführen? Und natürlich auch sehr wichtig, was erwarten wir als Outcome? Was ist das Resultat von dieser Initiative? Und wie ich gesagt habe, da gibt es ganz viele Initiativen. Natürlich in der ganzen Firma haben wir hunderte von Initiativen, die wir natürlich nicht alle ausführen können dieses Jahr. Und worum es dann geht, ist, die Initiativen zu priorisieren. Natürlich die Initiativen, die einen High Impact haben, ein großes Outcome, einen großen Impact und dringend sind,
die haben natürlich die höchste Priorität. Dann haben wir die mit lower impact, aber urgent. Das sind dann zum Beispiel die Dependencies, die ich gerade angesprochen habe. Wo jemand, wir haben jetzt zum Beispiel das Bitbucket-Pricing gerade geändert. Wir hatten eine Dependency auf das Purchasing- und IT-Team. Das muss dann klar definieren. War das für die höchste Priorität? Wahrscheinlich nicht, aber das war halt dringend, weil ein anderer Teil des Business das brauchte. Und dann letztlich haben wir natürlich High Impact und Lower Urgency. Und das sind halt Sachen, die halt schon großen Einfluss haben, aber es ist nicht so urgent. Wir müssen das jetzt nicht unbedingt jetzt machen. Das können wir dann ein bisschen verschieben. Und ein guter Weg, das zu mappen, ist, so eine Wand, so ein Whiteboard zu nehmen, da einen Quadranten zu zeichnen und dann sagen, hier alles, was einen hohen Impact hat und hohe Urgency, ist oben links und alles, was Low Urgency und Low Impact, ist unten rechts. Und dann kann man das so aufteilen. Wenn man das macht, dann sieht das ungefähr so aus. Das haben wir mit unseren Teams gemacht. Und da verbringt man dann gerne mal 30 bis 60 Minuten zu diskutieren, welche Cards denn urgent sind. Das ist gar nicht so offensichtlich. Und es ist wichtig, dass man das mit dem Team macht, damit alle auf demselben Nenner sind, dass sie sich alle bewusst sind, was ist denn wirklich wichtig, was hat den größten Impact für uns. Und das Leadership-Team bei uns macht das und bewertet das. Was auch außerdem noch wichtig ist, ist, dass die Karten alle gleichermaßen durchgedacht sind. Man will natürlich sicherstellen, dass man ein gutes Überbild hat. Ist das jetzt wirklich wichtig? Können wir wirklich die Ziele erreichen? Sind da vielleicht mehr Dependencies, als wir gedacht haben? Das will man wissen, weil das ist sehr, sehr wichtig zur Priorität. Und das benötigt Trust. Das benötigt Vertrauen. Das Team muss sich da vertrauen. Und wenn es Vertrauen gibt, dann können Teams ganz, ganz hervorragende Dinge erreichen. Das ist so ein Turm, den die bauen. Ich glaube, 10 Stockwerke war so der Rekord. Auch trotzdem sollte man einen Helm anziehen, glaube ich. Wenn Sie darüber nachdenken, Prozesse sind gut, aber wenn Sie darüber denken, worauf Sie stolz sind in Ihrer Karriere, was Sie erreicht haben in Ihrer Karriere, ist das, weil Sie einem Prozess gefolgt sind oder weil Sie passionate, weil Sie begeistert waren von einer Aufgabe, von einer Challenge, irgendwas, wo Sie wirklich Ihr Herz und Blut drin hatten. Und ich denke, das ist das Zweite. Als Nächstes klare Ownership. Wer ist verantwortlich? Idealerweise hat man eine Person, die verantwortlich ist für eine Initiative. Wenn man 2 oder 3 Personen verantwortlich hat, das kennen Sie bestimmt auch von zu Hause, dann ist keiner verantwortlich. Dann kommt es zum Chaos. Das ist nicht von mir zu Hause, das ist aus dem Internet das Bild. Ich habe eine Spülmaschine. Aber es ist halt wichtig, dass man eine Person hat, die verantwortlich ist. Und wie wir Verantwortung definieren, ist, dass die Person idealerweise 80% ihrer Zeit an dem Projekt verbringt. Wir haben festgestellt, umso mehr Zeit die verantwortliche Person an einem Projekt verbringt, umso höher sind die Erfolgsraten. Wenn sie was Teilzeit tun, so 20%, 30%, die Chance, dass das Projekt nicht erfolgreich ist, ist sehr, sehr hoch. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Der Grund, warum das sehr, sehr hoch ist, weil die Person, die verantwortlich ist, ist auch der Champion für das Projekt. Die Person muss kommunizieren, was ist die Mission, was sind die Ziele, was wollen wir erreichen und zu sehen, dass wir alle in dieselbe Richtung laufen. Und nicht nur intern mit dem Team, aber auch extern zur Firma. Und dann letztendlich ist die Person normalerweise auch die Person, die die ganze Domain-Knowledge hat, die das Problem sehr klar versteht und dann Advice geben kann. Jetzt haben wir natürlich nicht nur ein Team mit einem Owner. Mit 2000 Leuten haben wir sehr, sehr viele Teams. Und manchmal ist es dann schwierig, die Connections zu ziehen. Und natürlich ist es auch nicht nur für das Leadership-Team sehr schwierig, dann zu sehen, okay, was ist das große Picture, wo finden wir die Informationen, wenn das nicht klar organisiert ist. Und dann kommt man wieder zurück zum Prozess. Wollen wir mehr Prozess einbauen? Das ist aber nicht nötig. Aber auch die Teams, wenn die Teams nicht verstehen, ich habe hier einen Punkt, aber wie trägt der Punkt zum größeren Ziel zu? Wie passt das in das große Bild? Das ist auch ein Problem für das Team. Als Beispiel mit dem Purchasing-Team, die,
Die haben schon verstanden, okay, wir ändern jetzt das Pricing, wir haben jetzt ein Per-User-Pricing anstatt Tier, das ist dann fairer für die Users. Ein Mistake, den ich gemacht habe, das Pricing-Projekt, obwohl das im Endeffekt dann 6 bis 10 Monate gedauert hat, war normalerweise kürzer gedacht, aber wir kennen das ja alle, dass manchmal Projekte ein bisschen länger dauern, war nicht in unseren Zielen gesetzt. Das war kein Imperative fürs Jahr, das war nicht unser in den Goals. Aber das Projektteam war dann, am Endeffekt war das größer. Und die haben nicht verstanden, warum machen wir das überhaupt mit dem Pricing? Die haben schon ein Gefühl dafür gehabt, okay, Pricing, vielleicht gibt das uns ein bisschen mehr Geld, vielleicht macht das dann, die haben eine Idee gehabt, warum. Aber die haben nicht verstanden, wie das ins große Bild gepasst hat. Und übers letzte Jahr hat das für viel Frustrierung gesorgt. Und da denkt man gar nicht so nach. Die wussten nicht, wie das ins große Bild passt. Und da ist es dann wichtig, klar darüber zu sein, wer Entscheidungen trifft und wer die Ownership hat. Und anstatt dann viel Prozess einzubauen, haben wir uns überlegt, wie kann man das am einfachsten visualisieren, wenn man eine Entscheidung treffen muss, wie visualisieren wir das für die Teams und wie visualisieren wir, was nötig ist für die Entscheidung und wer dann betroffen ist. Und das ist das Entscheidungsmodell, das in Atlassian benutzt wird. In der Mitte haben wir die Entscheidung. Das ist, was wir entscheiden müssen. Das kann alles sein, vom Planen bis zu regulären Entscheidungen, vielleicht größere Feature-Entscheidungen. Das wollen wir nicht für alle kleinen machen, das ist ein bisschen übertrieben, aber für alle größeren Entscheidungen kann man das benutzen. Ich habe gleich ein paar Beispiele. Das Zweite, was man da braucht, sind die Inputs. Was ist nötig, um die Entscheidung zu treffen? Was für Daten brauchen wir? Brauchen wir Kundeninterviews? Was ist benötigt, um da eine klare Entscheidung zu treffen? Und dann natürlich hat man die Outputs. Das ist nicht nur, okay, wir haben jetzt entschieden, das ist gut, das muss ja irgendwie kommuniziert werden, wer ist betroffen, und das führt uns dann zum Action, wie reichen wir die Outputs weiter, was wird dann damit gemacht. Als Beispiel, und das führt dann normalerweise oft, die Entscheidung hat dann Influence dann eine andere Entscheidung auch als Input. Und man sieht das oft in einem Entscheidungsmodell, wenn Sie überlegen, die Entscheidung, die man so treffen muss, dann oft gibt es die Frage, die man beantworten muss, dependet dann auf eine Entscheidung, die höher ist in dem Entscheidungsbaum. Und so sieht das aus in unserem Annual Planning Prozess, wo wir verschiedene Stages haben. Fange ich mal hier an. Ich habe ja eine Hand, ist ja auch okay. Auf der linken Seite hier sehen wir das sind die Entscheidungen, die das Server-Management-Team, das Leadership-Team treffen muss. Die entscheiden, was ist unsere Produktvision für die Server-Produkte im nächsten Jahr. Das ist eine ganz High-Level-Entscheidung. In der Mitte haben wir die Server-Initiativen und die 12 Monate Objectives, die wir haben. Das ist immer noch das Leadership-Team, das da entscheidet, mithilfe von den Produktteams. Und dann hier auf der Seite haben wir dann die Produktteams, die entscheiden, was sind unsere Ziele für die bestimmten, wir haben das OKRs, kennt ihr OKRs? Heißt Objectives and Key Results. Was ist das Objective für einen bestimmten Task oder für ein bestimmtes Projekt? Was sind die Key Results, die wir erwarten? Wie können wir das messen? Und das ist, was die Produktteams bestimmen müssen. Und dann das informiert dann auch die Roadmaps, die wir definieren. Aber das ist die Verantwortlichkeit von den Produktteams. Das Gute, und dann, wenn wir die Roadmaps definiert haben, wenn wir bestimmt haben, was erreichen wir, das geht dann ins finanzielle Planung. Am Ende vom Jahr, am Ende von dem Planungsprozess gucken wir dann, wie viele Leute können wir dieses Jahr einstellen, was haben wir in Kapazität und wo sollen wir dann welche Projekte funden wir dann. Und das Gute bei dem Prozess ist, dass das Produktteam ganz genau weiß, wofür die verantwortlich sind. Die wissen, was für Inputs die kriegen und wer für die Inputs verantwortlich ist. Ja, zum Beispiel für die Vision schauen wir halt Customer Insights, kann man das überhaupt lesen, Server 3 Jahre, Values. Da gibt es ganz verschiedene Inputs, die da benutzt werden. Und man muss ganz klar auch sagen, was für Inputs benötigt werden und wer für die Inputs verantwortlich ist, die zu besorgen. Ja, so zum Beispiel für die Customer Insights und Customer Interviews.
das Produktteam ist verantwortlich, die dem Leadership-Team zu besorgen da. Ja. So, und wenn man die Klarheit hat, wenn man sich klar ist, was für Entscheidungen bin ich verantwortlich, was für Entscheidungen ist das Leadership-Team verantwortlich und was wird benötigt, um die Entscheidung zu machen, dann kriegt man auch das größere Picture. Und man kann das dann nach oben hin verfolgen. Die Entscheidung, die ich hier unten treffe, ist dann ganz klar connected zu den Entscheidungen, die im Management-Team getroffen werden. Die Vision, das 100-Millionen-User-Ziel. Und dann, wenn man weiß, wofür man verantwortlich ist, ist es viel einfacher zu agieren. Der letzte Teil ist, ich glaube, fast der wichtigste Teil, weil wir entscheiden gerne, wir treffen Entscheidungen, wir planen und was oft vergessen wird, ist, das zu kommunizieren. Ja? Und wenn das nicht klar kommuniziert ist, wenn den Leuten nicht klar ist, was wichtig ist, dann rennen die halt alle im Dunkeln oder im Nebel rum. Und einer meiner favorite Quotes, die ich oft benutze, ist, that the single biggest problem in communication is the illusion that it has taken place. Die Illusion, dass, wenn ich das mal euch jetzt gesagt habe, ich habe euch die Präsentation heute gegeben, ich habe jetzt keine Illusion, dass ihr morgen das alles noch wisst oder nächste Woche noch wisst. Wenn ihr die dreimal hört, dann ist die Chance ein bisschen größer, dass ihr die Details noch behalten könnt. Ja? Und das ist halt auch so mit der Vision, das ist so mit den Goals, das ist so mit den Initiativen, die wir haben. Das kann man nicht nur einmal in einem All Hands präsentieren, das muss man immer und immer wieder sagen, durchaus durch das Jahr. Und nicht nur in einem All Hands oder in Präsentationen, aber auch über Blogposts und anderen Dingen. Und die Sache ist, dass man kann sich nicht einfach wiederholen, du kannst nicht immer wieder dasselbe sagen, dann eventuell kommt das den Leuten am Ohr raus. Aber wenn es dann eine Möglichkeit gibt, zu sagen, hier, wir haben ein Customer-Interview gemacht und die Lufthansa hat uns gesagt, dass die Probleme haben, Jira zu benutzen. Und deswegen ist Simply Powerful wichtig. Das im Kontext zu benutzen, das im Kontext zu kommunizieren, ist extrem wichtig. Und ich kann das nicht genug sagen, ich sage das jetzt dreimal, Kommunikation ist extrem wichtig. Warum ist es wichtig? Ich muss wissen, was wichtig ist für die Firma. Ich muss wissen, was wichtig ist für mein Team. Und ich muss wissen, ob ich alles habe, was nötig ist, um meinen Job zu absolvieren. Sind die Dependencies kommuniziert? Wieder ein Typ von Kombination. Und dann letztendlich muss ich auch confident sein. Ich muss mir sicher sein, dass ich alles richtig mache, dass alles, was ich mache, auch zu dem größeren Ziel hinzufügt. Wenn Sie denken, warum scheitern Projekte? Ist das, weil man nicht das richtige Tool benutzt hat oder ist das, weil man nicht die richtigen Leute hat? Das sind alles Faktoren. Aber oft, wenn Projekte scheitern oder nicht gut laufen, ist es, weil die Kommunikation nicht stattgefunden hat. Die Dependencies waren nicht klar. Vielleicht hat ein Team dem anderen Team nicht weitergeleitet, dass was nicht stimmt. Und das war bei uns bei dem Purchasing Projekt das Problem. Das sollte eigentlich im Oktober abgeschlossen sein. Wir sollten zu einem neuen System migrieren und Bitbucket war das erste Tool, das es machen sollte. Wir hatten eigentlich gesagt, einen Monat experimentieren wir, ob das neue System okay ist und verfügbar ist. Aber es war dann im Endeffekt nur eine Woche, bevor das Projekt geliefert werden sollte, dass wir gesagt haben, nee, das geht nicht, das klappt nicht. Wir müssen alles stoppen. Und das hat das Projekt 3 Monate verzögert. Wir mussten alles umplanen dann. Und warum war das? Weil es nicht kommuniziert wurde. Irgendjemand hat sich nicht verantwortlich gefühlt, das zu kommunizieren, da die Flagge zu heben und hat gesagt, ich glaube, das klappt nicht. Ich glaube, das geht nicht. Communication Loops. Und ich fokussiere mich hier auf den Communication Loop zwischen dem Leadership-Team und den Produktteams bei uns. Das ist so der wichtigste Communication Loop. Das Leadership-Team ist verantwortlich, den Purpose, die Vision, die Direction zu kommunizieren und das immer wieder zu kommunizieren. Und die Produktteams sind verantwortlich, zu definieren, the why, wenn die ein Feature bauen, warum bauen wir das Feature, was bauen wir genau, was implementieren wir und wie implementieren die das, aber auch wie funktioniert das, ist
geht es gut, erreichen wir unsere Ziele. Das sind alles so Dinge, die das Produktteam kommunizieren muss, um zu sehen, dass wir auch immer noch am Track sind. Und das ist so ein Loop, weil das geht in beide Richtungen, das ist iterativ. Das ist nicht nur, was einmal stattfindet oder zweimal stattfindet, das findet jede Woche statt. Das findet alle paar Tage statt. Und wir haben verschiedene Wege, das zu machen. So der erste Team vom Leadership zum Produktteam. Wie kommunizieren wir da? Town Hall Meetings habe ich eben schon angesprochen. Wir haben verschiedene Town Hall Meetings. Die hießen original All-Hand-Meetings, aber dann haben wir eine kleine Firma namens Trello gekauft im Anfang des Jahres und denen ihre Meetings hießen Town Hall. Und dann, um einfach die Kultur so ein bisschen von denen auch reinzuholen, haben wir unsere Meetings umbenannt. Und das klappt ganz gut. Die sind übrigens ein super Team auch. Town Hall Meetings finden einmal in der Woche statt und wir haben verschiedene Leute, die präsentieren von Austin, San Francisco, von allen verschiedenen Offices wechseln wir uns da ab und das rotiert dann und die werden live gestreamt in die ganzen Offices und für die Leute, die das nicht anschauen können, weil wenn man um die ganze Welt arbeitet, dann ist es ein bisschen schwierig, um 3 Uhr morgens will ich da wirklich einen Town Hall anschauen, vielleicht gucke ich es dann lieber am nächsten Morgen oder am nächsten Tag. Zeichnen wir die auch auf und die Leute können das dann über YouTube anschauen. Wir haben die Company Town Hall Meetings, wo wir generell Updates über die Company, wir haben unsere Initiativen, wie gehen wir als Company, erreichen wir die, 100 Millionen User, wie viele User haben wir jetzt oder andere Sachen, die wichtig sind von der strategischen Perspektive oder auch Foundation Work, alles was global kommuniziert wird, wird da kommuniziert. Zusätzlich haben wir auch noch einmal im Monat ein Town Hall Meeting für das Software Development in meiner Gruppe, die Software Development Gruppe, die die Produkte entwickeln, die auf Software Development Teams abgesehen sind und die anderen machen das auch, wo wir dann über unsere Initiativen reden, unsere Goals und dann auch sicherstellen, dass die kommuniziert werden jeden Monat. Aber wir holen dann auch von den Produkten Leute rein, die über die neuen Features reden, die wir gerade bauen und warum wir die bauen und warum das so wichtig ist. Die andere Richtung dann ist von den Produktteams zu dem Management und zum Leadership-Team. Und bevor die Teams überhaupt anfangen, Code zu schreiben oder eine detaillierte Spec zu schreiben, legen mittlerweile alle Teams in Atlassian ein Projektposter an. Und das Projektposter beschreibt ein paar Dinge. Den Problem Space, warum machen wir das überhaupt? Wie messen wir Erfolg? Was sind potenzielle Lösungen für das? Und was wissen wir schon? Gibt es da bestimmte Kundeninterviews, die wir hier referenzieren können? Und dann am Ende, das ist dann die Validierung, und am Ende, wenn wir fertig sind, das zu machen, eine Beschreibung, was machen wir überhaupt? Warum wollen unsere Kunden das? Und eine Visualisierung von der Solution. Oft ist das dann Prototyp, wenn wir wissen, was wir machen wollen. Wir machen jetzt viel mit Prototypen, nicht nur mit InVision, wo es mehr um Pictures ist, aber wir haben jetzt auch viele Entwickler eingestellt, die nur dafür zuständig sind, Prototypen zu bauen in HTML, die dann wirklich auch interaktiv sind. Und letztendlich der Scale and Scope, wie viele Leute arbeiten da dran. Und das ist extrem wichtig, nicht nur für das Management-Team, um zu wissen, was machen die eigentlich, woran arbeiten die, ist das überhaupt wichtig, aber das ist auch ein extrem wichtiges Dokument für die Produktteams auszufüllen, weil die müssen alle diese Fragen beantworten und der Prozess von diesen Fragen zu beantworten, hilft denen, das Problem viel besser zu verstehen. Wenn die das artikulieren müssen, das hilft denen, ein ganz gutes Verständnis zu entwickeln, für was die überhaupt entwickeln müssen. Und dann haben wir noch die Hard of Communication between Leadership and Team. Und dann letztlich haben wir noch die Demo Trust Meetings. Hat jemand Creativity Inc. von Pixar gelesen? Das Buch. Okay, das Buch ist, beschreibt, wie Pixar Filme entwickelt. Und Demo Trust ist ein Konzept, das von Pixar kommt. Gibt es eine gute Geschichte.
die quasi in dem Meeting hat man Leute von der ganzen Organisation sitzen. Zwischen 5 und 10 Leute, die dann bestimmte Filmreels anschauen und dann Feedback geben. Es geht nicht darum, dass man Entscheidungen trifft in einem Meeting. Es geht nur darum zu sagen, wie fühlt sich das an? Habe ich und auch Leute Opinionen zu haben von Leuten, die nicht direkt involviert sind, die ein bisschen weiter von dem Projekt entfernt sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Und bei Pixar, ein gutes Beispiel, das die in dem Buch genannt haben, ist, habt ihr The Incredibles gesehen? Ja, so ein paar Leute. Da gibt es den Mr. Incredible, der ist recht groß und recht stark. Und dann gibt es seine Frau, die Mrs. Incredible, und die ist elastisch. Und die haben ein Argument in dem Film. Und die haben die Szene angeschaut und gesehen, ja, das ist ein Argument und der Dialog ist auch okay. Das, was er sagt, ist schon okay. Aber es fühlt sich so an, als wäre er ein Bully. Der ist viel größer und dann argumentiert er mit hier und die ist so schlank und dünn. Das ist nicht fair, das Argument. Aber das ist wichtig. Wir wissen schon, dass das wichtig ist für die Szene, für den Kontext. Und dann haben die gedacht, okay, sind sie dann zurückgegangen und haben gedacht, okay, das ist alles richtig, was können wir besser machen? Im Endeffekt, was sie dann gemacht haben, die haben alles gelassen, die Konversation ist genau dieselbe gewesen. Aber was die gemacht haben, ist, dass die Mrs. Incredible, ist ja lastig, die hat sich dann in dem Argument aufgeblasen, dass sie noch größer wird als ihr Husband. Und jetzt sieht es nicht mehr so aus, als würde sie gebullied werden, sie ist ja jetzt größer, jetzt ist sie equal mit ihrem Mann. Und das ist eins von den Beispielen, wie die das gelöst haben und wo die Feedback kriegen. Die wussten nicht, da war keine Lösung vorgeschlagen. Das kam vom Team. Aber eine Observierung, was ist denn da nicht richtig? Und darum geht es in dem Demo-Trust. Wenn wir Features anschauen, so das Feedback zu providen. Und wir machen das auf der Gründer-Level. Jede Woche haben wir einen Product Brains Trust mit den 2 Gründern und rotierend anderen Leuten von dem Leadership-Team. Aber wir machen das auch auf der Produktlevel mit unseren Teams selber. Und um absolut honest hier zu sein, da haben wir schon Probleme. Manchmal ist es ein bisschen ein Problem, wenn Leute zu den Gründern präsentieren. Da gibt es natürlich auch so ein bisschen Respekt. Und wenn die Gründer dann was sagen, dann sagen die, oh, die Gründer haben das gesagt. Dann wird das manchmal als Wort genommen. Und da müssen wir auch dran arbeiten, dass man das nicht so als Wort nimmt, sondern dass es wirklich mehr so ein Feedback, ein Open-Feedback-Forum ist. Und da haben wir gerade so eine Retro gehabt, um zu sehen, was können wir da verbessern. Aber das ist ein wichtiges Forum, um zu sehen, was passiert. Und auch Leute zu haben, die sagen, oh, hast du über das andere Team nachgedacht, dass die vielleicht gar nicht wissen, woran die arbeiten? Vielleicht können die da zusammen dran arbeiten. Einfach die Connections zu ziehen, ist extrem wichtig. Und so sieht das dann aus. Der Raum ist nicht ganz so dunkel, wie das hier aussieht. Aber das sind so die Demo-Trust-Meetings, wo die Leute dann präsentieren. Ja, um das zu summarizen, es ist extrem wichtig, dass alle Mitarbeiter in der Firma das große Bild verstehen, dass die wissen, dass wir 100 Millionen User haben wollen, dass wir alle Teams empowern wollen. Und das ist wichtig, wenn man Entscheidungen trifft. Ich habe das gestern gesagt, die Entscheidung in Confluence Wiki Markup abzuschaffen, war nicht für Entwicklungsteams. Wir haben immer noch Leute, die uns viel anschreien, dass wir Wiki Markup abgeschafft haben. Aber wenn wir uns über unser Ziel nachdenken, dass wir allen Teams helfen wollen, dann ist Wiki Markup nicht die richtige Lösung. Ja, und wir können es immer noch den technischen Benutzern einfacher machen, was wir auch gemacht haben, so gut wie möglich. Aber seitdem haben wir einen riesen Uptick gesehen in Confluence, wie es dann benutzt wird in anderen Bereichen von den Firmen und nicht nur im IT-Bereich oder im Software-Bereich, sondern Marketing, HR, Legal, in anderen Bereichen. Deswegen ist es so wichtig, dass alle das große Bild verstehen müssen. Ja, und die Klarheit haben. Weil wenn alle das verstehen, dann muss man nicht unbedingt auf Entscheidungen warten. Wenn man ein Team hat, dem man vertrauen kann, dann schwimmen die alle in eine Richtung, dann fließt das alles viel besser. Und es klingt alles super, wenn ich das sage und es ist einfach und man sagt, oh, da gibt es immer Probleme. Wir haben auch immer Probleme. Wir kämpfen konstant gegen an, mehr Prozess einzuführen, Vertrauen, Entscheidungen auch
machen wir Entscheidungen auf dem richtigen Level? Das ist ein anderes Thema, was wir gerade besprechen. Manchmal sind die Entscheidungen einfach zu hoch. Wir müssen mehr den Teams vertrauen und wir machen das nicht. Aber das Gute ist, wenn man anfängt, das zu wissen oder wenn man zumindest das sich selber sagt, das ist nicht richtig, das ist ein guter Start. Und dann kann man anfangen, das zu verändern. Und dann kann man darauf hinarbeiten, zu so einem Bild zu kommen, wo dann alles automatisch fließt. Und wenn das passiert, und ich habe in ein paar Produkten gearbeitet, wo das einfach passiert ist, als wir mit Bitbucket Server angefangen haben, und das war das Team, was am besten gearbeitet hat bis jetzt. Jeder wusste, was wir machen. Wir hatten eine ganz klare Vision, ganz klare Ziele. Und so hat das ausgesehen, als wir gearbeitet haben. Alles ist einfach geflossen und da war extremes Vertrauen und extremes Excitement. Jeder war wirklich engagiert. Simplicity at scale. Priority before planning. Klare Ownership und ein Shared Understanding. Ein paar von den Methoden, die ich heute vorgestellt habe, sind auch in unserem Team Playbook, das Project Poster, die Demo Trusts, die sind alle da beschrieben. Da können Sie viel nachlesen, wie wir Teams helfen, nicht nur mit unseren Produkten, aber auch mit Methoden und Arbeitsweisen, um besser zu arbeiten. Und oft bauen wir manche von diesen Methoden auch in unsere Produkte wieder ein. Aber da gibt es noch ein anderes, was Team Health Check heißt, was so ein ganz schneller Health Check ist, zu sehen, sind wir alle aligned, haben wir alle dasselbe Ziel, wissen wir, was wir machen wollen. Und das kann man auch einmal im Monat machen, das dauert 15 Minuten, sind wir alle grün, gelb oder rot, das ist auch da beschrieben. Empfehle ich Ihnen sehr, da mal reinzuschauen. Und ich glaube, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit für Fragen, wenn Sie eine hätten. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Sie kennen das doch bestimmt aus Ihrem, der Peter ist glaube ich dran, aus Ihrem eigenen Unternehmen, wo es so diese Manager gibt, die ganze Zeit Englisch sprechen. Und die denken, sie wären cool. Und dann gibt es Mitarbeiter oder Deutsche, die sind so lange im Ausland, dass die sozusagen zwei Tage vorher sagen, nee, Martin, red mal nicht mit mir Englisch, ich muss mal wieder ins Deutsche reinkommen. Und vielen herzlichen Dank, dass du diesen Vortrag in Deutsch gehalten hast. Ich glaube, wir können alle mit dir fühlen, wie viel einfacher die englische Sprache für dich ist. Dafür hätte ich gern von Ihnen nochmal einen kurzen Applaus. Ich fand das sehr gut. Ich hoffe, das hat Ihnen auch was gebracht. Ich habe für uns als Unternehmen da auch sehr viele Dinge, also ich werde das alles immer dreimal sagen, wenn ich Dreimal. Und vielleicht hat der ein oder andere noch einen Anknüpfungspunkt, irgendwas, was ihm nicht detailliert genug war. Tommy. Ich weiß gar nicht, ob ich die Frage formulieren soll, aber ich krieg's noch hin. Also all diese Strukturen, Teams und Leadership-Team und Interaktionen, die ihr da so habt, denkt und macht ihr die eindimensional im Sinne von, ich bin in einem Team und mache dort möglicherweise auch nur eine Aktivität, Initiative, Projekte oder wie auch immer zu einer Zeit? Oder ist das was Multidimensionales, also wo ich, weiß ich nicht, irgendwelche Querschnittsthemen in der einen Gruppe und Produktthemen in der anderen Gruppe und was Organisationsentwicklungsthemen in der dritten Gruppe bearbeite? Also gibt es da irgendwie so eine Art multidimensionales Netzwerk oder wie denkt ihr eure Organisation? Die ist mehr eindimensional. Weil wenn man den Fokus hat, das habe ich eben auch gesagt, dass man sich auf ein Projekt konzentrieren muss, das ist so das Wichtige. Die meisten Leute, ob das jetzt Designer sind oder Produktmanager oder Marketing, die fokussieren sich normalerweise auf ein Produkt oder auf ein Business. Da hat man natürlich dann, das Leadership-Team ist dann, sind dann verantwortlich für mehrere Produkte, jetzt in meinem Fall Jira Software, Bitbucket und SourceTree. Aber generell ist dann, aber das ist halt dann eine andere Rolle, das ist einfach eine Überseherrolle. Aber alle, die an dem Produkt arbeiten oder bestimmten Teilen von dem Produkt, die sind dann nur für das Produkt zuständig. Heißt das dann auch, dass ihr, wie soll ich sagen, in Kauf nehmt, dass in dem
Heißt das auch, dass ihr in Kauf nehmt dann, dass in den Produktteams möglicherweise irgendwelche Basisinfrastruktur, sonst was Geschichten dupliziert angegangen werden? Also die, wir machen das nicht, da haben wir dann ein anderes Team für, das dann auch nur dafür zuständig ist. Also wie wir das in der Welt von Cloud ist, ganz unterschiedlich als in unserer Serverwelt. In der Cloud-Welt hat man dann statt einem Produkt, hat man dann ein Produkt, das aus verschiedenen Services besteht. Ja, und dann hat man dann Verantwortliche, die für den Service zuständig sind. Und als Produkt entscheidet man, möchten wir den Service benutzen, was bringt uns das? Und generell, wenn man dann einen Shared Service benutzt, dann kann man auch Zeit einsparen. Der Aufwand am Anfang ist ein bisschen größer und da haben wir auch im Moment eine große Hürde, dass die Produkte die Responsibility aufgeben. Zum Beispiel Bitbucket, die waren vorher für die ganze Bitbucket Experience verantwortlich. Jetzt ist die Login Experience ist von einem Atlassian ID-Team verantwortlich. Die Purchasing Experience kommt vom Purchasing Team. Wir haben jetzt die Files Experience kommt vom Files-Team. So, da haben wir Teams, die spezialisiert sind auf bestimmte Funktionen, die man dann in die Produkte einbauen kann. Eine Rolle, die wir noch haben, ist die vom Programmmanager. Und das ist, die Rolle ist dann tatsächlich über mehrere Teams. Die arbeiten normalerweise mit einem Team und die managen dann ein bestimmtes Projekt und die sind halt dafür verantwortlich, dass die Kommunikation auch stattfindet, wenn mehrere Teams involviert sind und dass die Deadlines eingehalten werden oder dass alle Leute die richtigen Informationen haben. Ja, wie setzen wir Jira ein für den Prozess? Für den Prozess momentan noch gar nicht. Aber das wird sich wahrscheinlich ändern, weil wir hatten gerade vor 2 Wochen ein Shipit-Projekt und einer von den Entwicklern hat dann ein Projekt kreiert in Jira, das dann auch die Dependencies updatet, dass dann, wenn du eine Dependencies kreierst auf ein anderes Team, dass das Team dann informiert wird. Das kann dann bestätigen, ob die dass die Dependencies akzeptieren und es gibt dann halt so eine große Übersicht. Ist das dann mehr Prozess eingefügt? Vielleicht ein bisschen, vielleicht ist es ein guter Prozess zu dem Zeitpunkt. Was wir sonst dann natürlich benutzen, um das zu kommunizieren, ist Confluence. Gerade für unseren Bereich dann auch, wir haben so einen Space für Software-Teams, wo dann die erste Seite direkt ist, was ist unsere Vision, was ist unsere Mission, was ist unser Ziel und dann Links zu der Roadmap, Links zu den OKRs, die wir haben, die dann immer abgedatet werden jeden Monat, Links zu allen Informationen, das ist so das, die Startpage, wenn man über ein Business reden will oder wenn wir neue Leute haben, die zu Atlassian kommen, die können sich das dann da nachlesen, die Informationen holen. Jens, ich hätte noch eine Frage für dich. Kommen wir gleich noch. Wenn jetzt hier im Publikum sitzen Leute, die schon sehr viel Ahnung von Jira haben und welche, die Jira erst evaluieren, dann noch relativ am Anfang sind, gerne hätten, dass mehr Leute im Unternehmen das benutzen oder akzeptieren. Versuch doch mal, einen Tipp rauszugreifen, sozusagen für die am Anfang stehen und für die schon ziemlich weit sind. Was würdest du denen mitgeben wollen, was die machen können, so eine operative Umsetzungsmöglichkeit? Ja, ich glaube, den Tipp habe ich schon gesagt. So wenig dreimal kannst du auch sagen. Dreimal, genau. So wenig Prozess wie möglich. Das Problem, das wir im Moment haben mit Jira, ist, dass es sehr powerful ist. Und wenn immer wir hören, dass die Leute sagen, oh, Jira ist scheiße, Jira möchte ich nicht benutzen, dann ist es normalerweise so, dass die Leute einen Prozess haben, den die nicht gut finden. Es ist nicht, dass die nicht Jira gut finden, aber der Prozess ist umständlich. Manchmal wissen die nicht, was passiert. Das ist eine Geschichte, die ich selbst habe. Da war ein Board, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte das jetzt hier rüberziehen oder vom Backlog in das Board ziehen. Und das ging nicht. Warum geht das denn nicht? Konnte ich nicht machen. Dann habe ich den Jira-Produktmanager gefragt und er sagt, geht nicht. Und er sagt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und dann hat er dann geguckt und dann in der Tiefe von Jira hat er dann nach 15 Minuten rausgefunden, dass da eine Condition war, dass der Task nicht da reingezogen werden konnte, wenn er nicht an mich adressiert ist, wenn ich nicht der Assignee bin. Das Problem ist, dass Jira das einfach da nicht zulässt im Moment und
das aber auch nicht kommuniziert. Und das ist natürlich dann frustrierend für die Leute, die das versuchen und sagen, ich weiß nicht, warum das nicht geht. Und dann musst du dann den Jira-Produktmanager fragen, der das dann in 20 Minuten rausfindet. Das ist nicht gut. Und wir wissen auch, dass man das adressieren kann. Da stecken wir gerade viel Arbeit rein, dass man dann wenigstens eine Nachricht kriegt, warum das nicht funktioniert und es einfacher zu machen. Aber das kann man alles vermeiden, wenn man weniger Prozess am Anfang einbaut, wenn man das nicht restriktet. Ja? So wenig Prozess wie möglich. Und für die Benutzer, die Jira schon sehr viel benutzen, weiter so. Das ging schnell. Jens. Jens, ich habe eine Frage. Und zwar, du hast am Anfang die Eisenhower-Matrix gezeigt mit der Urgency und dem Impact. Und dann bist du auf das Projektposter nochmal eingegangen. Und, und ich sag mal, Tagesgeschäft frisst Strategie. Also das heißt, diese Punkte, um gut zu performen, um im Verlauf des Projektes Zeit einzusparen, sind ja sehr, sehr wertvoll. Aber häufig in vielen Unternehmen ist es so, dass sich diese Zeit nicht genommen wird. Was hast du da für Tipps? Weil diese Eisenhower-Grafik, die sah da jetzt so mit Post-its und schön auf dem Memo-Board sehr schön einfach dargestellt, aber da wird ja verhandelt, da werden ja Positionen ausgetauscht. Und jeder dieser Post-its hat wahrscheinlich 2-3 Stunden, wenn nicht vielleicht sogar einen Tag gedauert, sage ich mal. Ja, und was hast du für uns für Tipps, wie wir das sozusagen in die Unternehmen reinbringen können, damit man sich am Anfang auch diese Zeit nimmt, weil wenn man einen Termin einstellt, dann hat man ja nur, der darf maximal 2 Stunden dauern, dann müssen wir gleich Lösungen haben und keine Ideen, keine Erdung, sondern wir müssen gleich liefern. Was kannst du uns für Ideen mitgeben, damit man das ins Unternehmen besser, einfacher reinbringt? Ja, ich glaube, im Endeffekt kommt das immer so ein bisschen raus wie Schulaufgaben, das schiebt man so lange wie möglich am Ende und dann muss man es halt machen. Aber was uns hilft, ist, dass wir den Prozess im Januar oder im Februar klar definieren. Was sind so die Punkte, an denen wir was liefern müssen? Und da gibt es dann bestimmte Forcing Functions. Im März hatten wir ein Board Offsite mit unserem Board in San Francisco und da musste ich dann die Strategie zu dem Board präsentieren. Ich dann als Manager möchte da nicht auftauchen mit was Halbfertigen. Ja, das ist so eine Forcing Function, die man einfach haben muss. Die Gründer müssen dann die fertige Strategie jetzt, vor 3 Wochen haben die es dann aber präsentiert, jetzt wo wir die ganzen Initiativen definiert haben. So, und das sind dann nochmal so eine andere Forcing Function. Bestimmte Daten zu haben, die vornherein festgelegt sind, idealerweise 3 bis 6 Monate vorher, wo sich die Leadership-Teams klar sind und die Leadership-Teams haben das ganz klar kommuniziert, was die Erwartungen von den Produktteams sind, kommunizieren und das dann ganze 3-mal sagen, dass das stattfinden muss. Das ist das Wichtige. Das funktioniert für uns auch. Ist immer so ein bisschen Scramble, am Ende das fertig zu kriegen, aber wenn man genug Zeit dafür nimmt und dann auch das plant, dann klappt das schon. Tommy, 45 Sekunden. Reicht dieser Jahreszyklus euch eigentlich noch? Also weiß ich nicht, ich bin auch in sehr langsamen Industrie eigentlich, aber wir stellen auch schon fest, dass dieser ganze Jahreszyklus zwischen den Jahren dann irgendwie völlig in sich zusammenfällt manchmal. Bei euch, weiß ich nicht, könnte es sein, dass Slack nächste Woche was Großes ankündigt oder von Amazon gekauft wird oder was weiß ich. Wo ich auch immer den Eindruck habe, dass ihr ja zumindest, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, irgendwie reagiert oder agieren wollt. Ja, also der Jahreszyklus, und das ist halt so ein Plan, den man kreiert und das heißt, dass der Plan nie... manchmal wird er geändert. Wenn irgendwas Wichtiges kommt, dann kann man das auch ändern oder da agieren. Das Wichtige ist aber, dass man das festhält, dass man immer die originalen Ziele festhält und dann sagt, wir haben das Ziel nicht erreicht, warum haben wir das nicht erreicht und war der Trade-off, den wir gemacht haben, war das der richtige, dass man das dann auch reviewt. Noch ein anderer Punkt ist, dass diese Ziele sehr hoch sind. Das ist High-Level-Initiativen und wie wir die Ziele erreichen, ist dann nicht so wichtig. Da gibt es verschiedene. Vielleicht, wenn dann Slack was macht, vielleicht müssen wir was ändern, aber was wir ändern, kann immer noch zu demselben Ziel, das wir am Anfang vom Jahr gesetzt haben, hinzulaufen. Ja. Also da muss man schon ein bisschen agil sein, aber so der Jahreszyklus, weil das Ganze ein bisschen länger dauert, das Ganze zu kommunizieren in so einer Firma, viel öfter als im Jahr macht man das nicht. Aber jedes Quartal schauen wir natürlich, diese OKRs haben wir für den Business, aber wir haben dann für jedes Produktteam quarterly OKRs, die dann zu den großen OKRs hinzuarbeiten müssen und die kann man dann auch jedes Quartal ändern oder da kann man ein bisschen agieren. Aber als Company Strategy, die sollte man nicht alle 3 Monate ändern, sonst hat man da sehr, sehr viel Churn.
Und da reicht das einmal im Jahr und idealerweise auch die 3 Jahre Vision, die ändert sich vielleicht nur ein bisschen oder wenn was ganz Drastisches passiert im Markt. Ja. Jens, vielen herzlichen Dank. Wenn Sie jetzt klatschen, dann überlegen Sie mal, wie laut, denn der kommt direkt aus Sydney. Vielen Dank nochmal. Dankeschön. Dankeschön.